So, Freunde der Nacht, ich grüße euch erneut. Diesmal ein kleines fixes How-To zum M7. Das ist der 5er Medium, ein 5er Medium der Amerikaner. Der M7. Den habe ich mir jetzt just for fun gekauft und durchgespielt, weil ich jetzt mal Richtung T71 gehen will. Und ja. Kurz zum Panzer im Vollausbau 440 Hitpoints ist ein bisschen wenig für einen 5er Medium, wiegt 25,5 Tonnen maximal, so wie ich ihn zusammengestellt habe, 23,73, 460 PS, also sehr gutes Leistungsgewicht, der geht auch richtig gut ab, also der ist sehr schnell. 60 km/h Höchstgeschwindigkeit erreicht er auch, Wendegeschwindigkeit 48 Grad ist auch sehr gut. Dann haben wir eine Panzerung, 38 mm Front, 32 Seite, 25 Heck. Die ist sehr schwach, aber sie ist noch etwas angewinkelt, also es bounced doch ab und an mal was, vor allem am Heck, komischerweise. Die Turmpanzerung hat 51 mm an der Front, 38 an den Seiten und 38 am Heck. Negative Richtwinkel bei dem Panzer sind 8 Grad, also ist nicht so wie die typischen Amis sehr gut über die negativen Richtwinkel zu spielen, aber es geht noch. Dann haben wir einen Standardschaden mit der Kanone, die ich jetzt montiert habe, von 56 bis 94. Standard Durchschlagskraft 79 mm bis 131 mit AP und 26,09 Schuss die Minute. Turmdrehgeschwindigkeit 46 Grad in der Sekunde ist auch sehr gut, zusammen mit der Wendegeschwindigkeit von der Wanne natürlich hervorragend. Sichtweite 380 Meter ist auch ein optimaler Wert, also damit kann man super arbeiten. Funkreichweite 745 Meter scheint so ein Standardwert bei den Amerikanern zu sein. Kommen wir direkt zur Forschung. Ich habe beim M7 als erstes die Ketten erforscht. Die Motoren hatte ich, glaube ich, schon. Das kann sein, dass ich die vom M5 habe oder woher die jetzt kamen. Kann auch von der Hellcat sein, weiß ich nicht genau. Motoren hatte ich schon. Also ich habe als erstes die Ketten erforscht, habe dann den Turm erforscht und im Anschluss die Kanonen. Zum Schluss die Funkgeräte. Und bei den Kanonen habe ich mich auf die 6 Pounder festgelegt und das hat den einfachen Hintergrund. Ich mache hier mal momentan die ganzen Kanonen auf. Zack. Und das hat den Hintergrund von der Durchschlagskraft. Also das Kaliber ist das kleinste, 57 mm. Die zwei anderen Kanonen, also die Top-Kanonen, haben 75. Die Feuergeschwindigkeit ist deutlich höher mit 26,09 zu 15,79. Damit ist der Schaden pro Minute auch höher. Das kann ich euch aber noch, beziehungsweise zeige ich euch noch im Tankinspektor. Die mittlere Durchschlagskraft, das war dann natürlich der Faktor, weswegen ich die Kanone gewählt habe. 105 mm mit AP und 170 mit APCR. Die anderen zwei Kanonen bieten hier 90 und 125 mit AP und APCR und 92 und 127 mit AP und APCR. Der Schaden ist etwas geringer, 75 pro Schuss bei der kleinen Kanone und 110 jeweils bei den 75 mm Geschützen. Der nächste Bonus, den die Kanone mit sich bringt, ist 0,43 Genauigkeit. Das war das nächste Kriterium für mich. Mit 0,47 und 0,46 sind die 75 mm deutlich ungenauer. Und daraufhin habe ich dann auch irgendwann gesagt, nee, also gerade wenn man dann auf größere Entfernungen mal versucht, einen Gegner zu beschießen, ging so viel daneben, dass ich gesagt habe, nein, kommt für mich nicht in Frage. Und deswegen habe ich die kleine genommen. 2,1 Sekunden Zielerfassungszeit ist noch ein gangbarer Wert, ist da etwas schlechter als die zwei anderen Kanonen mit 1,7 und 2 Sekunden, aber der Wert ist vollkommen in Ordnung. Überwiegend, also primär habe ich den durch die hohe Feuerrate und durch den sehr hohen Durchschlag habe ich die kleine Kanone gewählt. Dann natürlich aber auch
mit der Prämisse, dass hier einiges an APCR mitgeführt wird. Von der Ausstattung, wie man hier sehen kann, ich habe 85 Schuss AP und 70 APCR dabei. Das ist natürlich erstmal eine ganze Menge. Aber ja, der Grind geht relativ schnell. Das macht zwar ab und an mal richtig schön Minus damit, wenn man jetzt als Load hier gegen 7er muss, aber 170 Durchschlag und ein bisschen Schaden machen ist immer noch besser als mehr Durchschlag und keinen Schaden mehr machen. Und deswegen halt auch diese Munitionsbeladung. Dann habe ich hier drin eine 100 Oktan Benzin. Der Panzer hat einen Heckmotor, hat ein einziges Mal gebrannt. Ulkigerweise wurde ich da von einem T49 frontal getroffen, als er angefangen hat zu brennen. Ist dann natürlich auch abgebrannt, kann man nicht ändern. Aber das war das einzigste Mal in über 70 Gefechten, dass ich mit dem Panzer gebrannt habe. Dieses 100 Oktan Benzin habe ich eingebaut aus dem Grund, dass der Panzer schneller beschleunigt, noch schneller sich bewegt und die Turmdrehgeschwindigkeit nochmal erhöht wird. Also ein kleiner Bonus. Dann habe ich die kleine Ersatzteilkiste drinne und einen kleinen Erste-Hilfe-Kasten. Die Ersatzteilkiste habe ich ab und an mal für Ketten benutzen müssen oder aber für Munitionslager. Munitionslager wird auch ab und an zerschossen, aber so häufig ist es nicht. Den Erste-Hilfe-Kasten hat, glaube ich, meistens der Kommandant bekommen, wenn irgendjemand flöten gegangen ist. Der Kommandant ist halt im Turm und daraufhin, wenn ein Turmtreffer erfolgt, dann trifft es oft genug den Kommandanten. So, das war dieses. Zur Crew, wie man sehen kann, ich habe den Panzer gerade eben im letzten Gefecht nochmal auf Elite gespielt und bevor ich ihn jetzt verkaufe, mache ich noch kurz dieses kleine How-To zur Hilfe. Also, erster Skill ging bei mir bei 4 Crewmembern auf Reparatur. Der Kommandant bekommt den 6. Sinn. Auch unter der Prämisse, dass er dann letztendlich weitergeht auf den nächsten Panzer. Das ist dann der T21, glaube ich. Ja, der T21. So. Was habe ich noch eingebaut? Ich habe hier einen Ansetzer drinne. Ich habe eine Lüftung drinne und ein Scherenfernrohr, um die Sichtreichweite noch zu erhöhen. Also wenn ich jetzt Load hier bin, dann bietet sich der Panzer sehr gut an, auch mal in Scouten zu spielen, also irgendwo in den Scoutbusch zu stellen, an der Schlüsselposition von der Karte Gegner aufzuklären und so dem eigenen Team einfach Ziele anzubieten. Den Ansetzer und die Lüftung, um die Feuerrate noch zu erhöhen und die Gesamtfähigkeiten zu pushen. Das war damit auch schon alles und damit kommen wir noch zum Tank Inspector und ich zeige euch noch die anderen Daten. So, und damit kommen wir noch fix zum Tank Inspector, was den M7 angeht. Der wurde jetzt gefixt, also dieses Problem, was hier bestand, dass die amerikanischen Panzer nur Ketten und einen Turm hatten und keine Wanne, das ist wohl wieder gegessen. Ich habe ihn schon so zusammengestellt, wie ich ihn in-game gespielt habe. Und damit kommen wir noch fix zum Panzerungsmodell als erstes. Und wie man sehen kann, untere Wanne 46 mm, dieser schmale Streifen in der Front hat ...45 mm, aber unter Winkel, dann kommt man bis auf 51 mm. Untere Wanne ist auch nur unter Winkel auf 46, die hat 38. Obere Wanne auch 38 mm, 32 mm, dieser kleine Port hier vorne, das ist der MG-Port. Dann die Seitenpanzerung hat auch 32 mm. Die Panzerung im Heck und an den Seiten hat 25 mm. Von oben unterm Turm ist die Panzerung hier 19 mm dick, ebenfalls oben auf dem Turm. Die Turmseiten 38 mm. Diese Panzerplatte hier oben hat 25 mm. Turmfront kommen wir auf 51 mm. Dann haben wir hier die Kanonenblende
Ist aber nur Schottpanzerung, also 51 mm. Und ja, das war eigentlich schon alles zum Panzerungsmodell. Also wie man sehen kann, auf die Panzerung kann man sich nicht wirklich verlassen, aber der Panzer, der baut auf die Beweglichkeit und nicht auf die Panzerung. Es ist so ein Hit-and-Run-Fahrzeug. Bereitet einfach auf den, zum Beispiel auf den T-71 dann sehr gut vor. Das ist auch so ein Bewegungsungeheuer. So, dann kommen wir noch fix zu den Richtwinkeln in Bildform, also na, das ist der maximale Richtwinkel nach oben gewesen und das hier der maximale negative Richtwinkel. Und damit zum Tabellenteil des Panzers. Sichtweite 485 Meter im Stand mit dem Schernfernrohr, Funkreichweite 794 Meter. Tarnwerte sind jetzt nicht berauschend, deswegen habe ich hier auch keine Tarnung geskillt. Die Durchschlagswerte 105 mm hatten wir ja vorhin schon. Wir haben einen Schaden pro Minute von 2318. Das ist auch einer der Gründe gewesen, warum ich die kleine Kanone genommen habe, weil der Schaden höher ist. Der Schaden pro Minute einfach höher ist. Eine Nachladezeit von 1,94 Sekunden. 30,91 Schuss die Minute. Mal gerade gucken. Granatenfluggeschwindigkeit sind 821 Meter pro Sekunde. Mit AP und mit APCR Moment, kommen wir auf 1026 Meter pro Sekunde. Die Genauigkeit 0,403, Zielerfassungszeit 1,97. Das ist jetzt bedingt durch die Lüftung, das reduziert sich ja dann alles nochmal. Die Zielkreisweitungswerte sind recht gut. Also im Infight, also wenn man jetzt Gegner zirkelt. Ein sehr zuverlässiger Panzer, was auch Treffen angeht. Die maximale Richthöhe sind 18 Grad, minimale Richthöhe sind 8 Grad. Damit haben wir das Leistungsgewicht noch, ist vielleicht dann recht interessant, 20,35. Die Wendegeschwindigkeit von der Wanne 48 Grad. Rückwärts, was man jetzt aus dem Spiel nicht rauslesen kann, also rückwärts auch recht fix unterwegs mit 20 km/h. Hier der Geländewiderstand 0,75 auf hartem, normalem 0,84 und auf weichem 1,59. Also ein recht fixes Gerät auch auf harten Untergründen. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr wirklich viel zum Panzer zu sagen. Wenn ihr den langfristig spielen wollt, lässt er sich bestimmt sehr schön skillen und auch als Keeper behalten. Also ich würde dann hier empfehlen, dem Fahrer irgendwann Fahren wie auf Schienen zu geben, dem Richtschützen heißt da noch geschwind der Skill. Ruhige Hand, um einfach die Trefferwahrscheinlichkeit während der Fahrt unter Turmdrehung zu erhöhen. Und damit wird das Panzerchen, also der kleine Panzer, ein recht lustiges Spielzeug. Tja, das war dann wirklich auch schon alles. Ich habe zu dem Panzer keine Videos dabei. Ich habe versäumt, die Videos zu speichern, aber ich habe das Panzer als Replay von dem Panzer noch behalten. Das heißt, ihr könnt dann das Panzer als Replay angucken, sobald ich es hochgeladen habe und ja, habt dann noch einen Anschauungspunkt, wie man den Panzer einsetzen kann. Das war dann auch schon alles zum M7. Ich hoffe, das war hilfreich, hat Spaß gemacht anzuschauen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Spielen. Würde mich über Kanalabos und Likes freuen und melde mich an der Stelle ab.